Hallo, da ist der Wirtschaftsverbund Rosenheim mit einer neuen Ausgabe von Unternehmen aus der Region. Ich bin heute im Hörzentrum in Bad Aibling beim Tobias Bitschetzrieder. Herr Bitschetzrieder, grüße Sie. Hallo Herr Schaub, grüße Sie. Herr Bitschetzrieder, was muss ich mir unter einem Hörzentrum vorstellen? Ja, Hörzentrum. Die Grundbasis ist die Hörakustik, die Hörgeräte. Wir haben das Feld für uns erweitert noch in den Punkten Hörimplantate, also einoperierte Hörgeräte, in das weitere Feld des Gehörschutz und In-Ear-Monitoring. Das heißt, wir behandeln nicht nur stiefmütterlich die Hörgeräte, sondern eben auch erweitert um das Implantat, um den Gehörschutz, um die Prävention. Und dadurch haben wir eben für uns den Begriff des Hörzentrum gewählt, weil wir nicht nur die Hörgeräte behandeln. Wie kann ich denn als Laie feststellen, dass meine Hörfähigkeit beeinträchtigt ist? Also die ersten Anzeichen ergeben sich eigentlich für die Betroffenen schon im Alltag, wo sie sagen, ich muss den Fernseher ein bisschen lauter machen als mein Partner. So in den ruhigen Situationen, glaube ich, kommt es gar nicht so zu tragen, sondern vielmehr in den Situationen, wo sich große Menschenmengen befinden oder das Gespräch mit Hintergrundbeleuchtung belegt ist, ja. Wo derjenige sagt, Mensch, da wird es für mich echt anstrengend und ich muss oft hinterfragen. Und das sind eigentlich so die ersten Anzeichen, dass man sein Gehör mal kontrollieren lassen sollte. Ja. Das heißt, wenn jemand zu Ihnen kommt mit dem Verdacht, er hört nicht mehr so gut, wie helfen Sie ihm dann weiter? Wir machen gemeinsam mit ihm eine Hörmessung. Das heißt, das erste Vorgehen ist, wir schauen mal ins Ohr. Oftmals ist es auch einfach nur ja, ganz banal mit Ohrenschmalz ein bisschen verlegt, was also die Hörleistung beeinträchtigt. Und dann wird bei uns ein professioneller Hörtest mit Tönen und mit Sprache gemacht. Und dann kann man ganz klar sagen, wie ist es um das Ohr bestellt. Und wie sieht denn so eine Lösung aus? Also ich denke mal, viele haben ja so die Angst, sie haben dann so ein großes mechanisches Teil auf dem Ohr sitzen, was optisch wenig attraktiv ist. Gibt es da heutzutage Lösungen, die da optisch ansprechender sind? Ja, ich glaube, viele können sich so ein bisschen an die Hörgeräte ihrer Eltern oder Großeltern erinnern. Das waren also riesen Apparate, die man nach außen halt sehr stark gesehen hat. Und davon ist man Gott sei Dank jetzt weg. Es gibt sehr, sehr kosmetische Lösungen. Und ich trage aktuell gerade eine, wie man es vielleicht gar nicht sehen kann. Es ist also wirklich nur ein Miniaturstöpsel, der komplett im Ohr verschwindet. Ja. Und wenn jemand nicht selber Hörgeräteträger ist und ganz angestrengt nach dem Hörgerät sucht, wird es nach außen nicht zur Erscheinung kommen. Wenn jemand zum Beispiel zu einem Hörtest zu Ihnen kommen möchte, wo findet er Sie denn? Wir sind hier zentral in Bad Aibling, also gleich in der Nähe des Bahnhofs. Das ist die Straße, die bei uns am Geschäft vorbeifährt, ist die Straße, die zum Kurhaus hier in Bad Aibling führt. Das heißt, man kann gar nicht an uns vorbei. Okay. Wo findet man Sie im Internet? Wir sind zu finden unter www.hz für Hörzentrum badaibling.de, alles in einem Wort, und auf unserem Facebook-Kanal Hörzentrum Bad Aibling. Wunderbar. Dann bedanke ich mich für das informative Gespräch. Gern geschehen. Danke, dass Sie bei uns sind. Ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Und euch wünsche ich noch weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao.